schönen guten Tag hier aus Köln. Und mein Gast heute erkennt ihr vielleicht an diesem Zitat. Mami war sehr böse. Ja, die Synchronstimme von Javier Bardem in Skyfall zu sehen, jetzt bei James Bond. Erkennt man dich so, wenn du einkaufen gehst, in der Stimme? Nee, also der spricht ja mit einem Akzent und ich gehe nicht so einkaufen zum Bäcker. Ja, mein Gast, Carlos Lugo, ich grüße dich. Grüße auch. Du bist ja nicht in erster Linie Synchronsprecher, sondern du bist Schauspieler und Regisseur und... Ja, das mit dem Regisseur ist immer so, wenn man das einmal in die Welt setzt, dann sagt es jeder, ich habe schon Regie geführt einige Male, aber mein Hauptberuf ist Schauspieler. Und nebenher mache ich auch, also ich bin kein Drehbuchschreiber in dem Sinne, solche Berufe sind ja nicht geschützt. Aber ich schreibe jetzt an etwas, also bin ich auch Drehbuchautor. Aber ja, das gehört wahrscheinlich sowieso zu dem ganzen Thema, was wir heute ansprechen werden, nämlich das, was erlaubt man sich und was nicht. Ich kenne das ganz gut. Ich trinke nur Kaffee mit Leuten und mache die Kamera an und sie sagen, das ist ein Journalist und das bin ich nicht. Ich kann nur Kaffee trinken und Fragen stellen. Ich finde auch, die Leute sollen sagen, das ist gut, das ist schlecht, das gefällt mir nicht. Und alles andere ist ja wieder so abgestempelt sein. Es ja, aber so viele, glaubst du nicht, das Leben ist einfacher mit Schubladen? Manchmal schon. Manchmal, ich gehe auch zu Ikea und klar, ich muss meine Socken und meine Sorgen auch irgendwo reinstecken. Ja. Du lebst jetzt in Köln. Ich habe gelesen, du warst da, wo die Bretter die Welt bedeuten. Ist es so? Ist der Broadway so? Zumindest in unseren Köpfen und in dem, was immer kolportiert wird. Am Anfang natürlich auch, wenn man da steht und denkt, wow, das glitzert alles und hier sind sie auch alle und man sieht auch die Limousinen vorfahren. Auch ich bin am Anfang da gestanden und habe gesehen, wie die Stars dann aus dem Hintereingang oder aus dem Bühneneingang rauskommen und mal Al Pacino zu sehen. Aber das verblasst recht schnell. Ich finde, es ist diese Glamour-Welt, das kennt man auch und Hollywood, da war ich auch 2006. Man merkt relativ schnell, dass es so ein Showgeschäft ist und alles dreht sich nur um, keine Ahnung, wenn du privat bei Leuten zu Besuch warst und du sagst, es ist ein schöner Tisch, ja, haben wir vom selben Schreiner wie Brad Pitt und so. Es muss immer alles in Relation sein. Und es ist eine Glitterwelt und da muss man, glaube ich, auch ganz schnell wieder raus, oder ich. Ist das nur so in den USA? Jetzt bist du zurück in Köln oder ist es auch in Deutschland so? Komischerweise oder blöderweise, finde ich, gibt Amerika ja immer so vieles vor. Also auch siehe bei den Coffee-to-Go's und so, diesen ganzen Verpackungsmüll. Und wenn man jetzt in deutsche Städte kommt, sehen die auch alle ähnlich aus. Also ob ich in Frankfurt aussteige und vor Starbucks stehe oder in Nürnberg oder so, das wird alles so, ja klar, so ein bisschen einnehmend, finde ich schon. Du musst ja Menschen spielen auf der Bühne. Die erste Frage ist erstmal, sind ja vielleicht auch Zuschauer da, die sagen, ich will Schauspieler werden, auch also junge Zuschauer. Was sollte eigentlich eine Motivation sein, auf die Bühne zu gehen? Und was ist deine Motivation? Ich glaube, am Anfang ist es zum größten Teil natürlich die Motivation, erfolgreich zu sein, zu träumen, den Oscar oder hier in Deutschland auf großen Bühnen im Tatort mitzumachen und so. Und das ist auch, finde ich, legitim. Wenn man sich tiefer damit beschäftigt, kommt man, glaube ich, darauf zu sehen, wie wichtig es ist, dass man... Ich muss von mir erzählen, also dass ich Geschichten erzählen will, dass ich kreieren darf, also dass wir, das ist das Göttliche, finde ich, also ich glaube nicht an Religion, aber an Gott, dass wir das bekommen haben als Instrument, dass wir erschaffen dürfen. Und in Deutschland wird es einem sehr schwer gemacht, finde ich. Das erlaubt man sich nicht so sehr. In Amerika ist der Individualist eher gefragt. Und ich würde jedem raten, wirklich außerhalb des Austauschjahres einfach die Schauspielschule in Amerika zu machen. Es ist nicht alles gut, aber man lernt viel, auch durch Schlechtes. Was lernt man in so einer Schauspielschule in den USA? Also ich war auf einer Meisner Schule, so nennt sich das. Das ist eine Abspaltung von der Method Acting. Und in einem Satz wird es beschrieben, unter imaginären Umständen wahrhaftig zu sein. Das ist das, was wir auch alle, glaube ich, mögen an diesen Serien, dass die Schauspieler wahnsinnig gut sind, wahnsinnig authentisch. Und das geht einfach von Moment zu Moment, den Moment zu erleben. Und das, was wir als Kinder alle haben.
auf der Straße. Ich weiß noch, früher habe ich mit meinem Nachbarn Jimmy und Johnny gespielt. Wir waren einfach Jimmy und Johnny, er hatte ein Bonanza-Rad, aus, das war's, mehr braucht man nicht. Und das entwickelt sich, glaube ich, weiter in dieser Welt zu sein und dann mit dem Autoren, ich nenne das immer so ein bisschen Liebe machen mit dem Autoren, und dann kommt die Version Carlos-Figur raus. Also es ist immer, ja, nicht nur die Figur, sondern ich bringe meinen Teil auch dazu bei. Das ist göttlich. Also. Ist das dein Antrieb, ja? Das ist, würde ich jetzt sagen, ein Antrieb. Der andere Antrieb ist natürlich diese Verspieltheit in mir, das zu füttern, diesen Hunger, diese Sehnsucht nach, ich glaube, nicht Alltäglichkeit. Ich bin unter sehr langweiligen Verhältnissen aufgewachsen und ja, in einer kleinen Stadt oder einem, wie sagt man, einem Stadtteil. Meine Eltern waren spanische Gastarbeiter, es war einfach nur von der Arbeit nach Hause kommen, Fernseher an. Und ja. Also es ist ein unheimlicher Hunger. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich nicht immer, also ich bin wie so ein Auto, das untertourig fährt. Also ein unheimlicher Drang, entschuldige. Ach bitte, im Vorgespräch, als wir uns unterhalten haben, da warst du. Und nicht viele Rollen, aber ich saß da und habe gleich vier Leute kennengelernt, so einen riesigen, konservativen Menschen. Dann habe ich ein Kind kennengelernt, dann war so ein schurkenhafter Typ da und dann wieder jemand sehr sanft, der ganz viele Softpacks hat. Also muss ein Schauspieler in sich schon so dermaßen gebrochen sein, um sich in die anderen Rollen auch hineinzugeben? Ja, früher hätte ich gedacht, oh Gott, der hat gebrochen gesagt, ich bin ein gebrochener Mensch. es ist ein tolles Arsenal. Ja, und ich glaube, deswegen sind Schauspieler, die älter werden, gefallen mir so gut oder allen, weil sie einfach einen Erfahrungsschatz haben, also das kann man auf keiner Schauspielschule lernen. Ich glaube, das Leben ist einfach ein toller, ja, die beste Schule. Und habe ich dir auch im Vorgespräch erzählt, ich wusste manchmal nicht, eben bin ich Spanier, bin ich also Deutscher, diese Zerrissenheit. Und das muss man, glaube ich, eher als Qualität sehen, als zu sagen, oh. Und deswegen ist es auch toll, den Bösewicht zu spielen. Das werde ich auch immer gefragt. Ist es denn besser oder schlechter? Natürlich besser, weil du kannst alle Dinge damit reinnehmen und nicht nur der süße, liebe Prinz sein, der alle rettet. Ja. Es gibt ja diese Schubladen hier, haben wir festgestellt. Und es gibt die Schublade Türken, da ist Fatih Akin drin. Ja. Bist du jetzt in dieser Spanier-Schublade oder nicht? Manchmal habe ich das Gefühl und manchmal dann wieder nicht. Also ich habe hier vor der Kamera, man klappert hier, glaube ich, so alles ab. Alarm für Cobra 11, Tatort, Mord mit Aussicht. Und da war das nicht so, dass ich nur die Ausländer gespielt habe. Wenn die Leute mich besetzen sollen und sie nur den Namen hören, dann kommt es schnell dazu. Oder wenn ich viel, also Hörbücher oder so, sagen, ja, aber kann der denn auch ohne? Aber das sind einfach, also das verstehe ich. Also irgendwo an Ballettstangen muss man sich ja festhalten, um zu wissen, wenn ich auch einen Namen höre, Tom Aslan, würde ich jetzt auch nicht sofort denken, ach, guck mal, der spricht ja perfekt. Wo bist du hier aus Erlangen, habe ich gesehen. Fränkisch, ja, also, klar. Super. Wenn du da morgens frühstückst und Kaffee trinkst oder Zeitung liest oder sonst was, da bist du auch einfach erstmal, es ist morgens und du trinkst deinen Kaffee und guckst auf diese Welt raus. So gebrochen, wie du bist. Ich habe nochmal gebrochen gesagt. Nee, das ist ja, du, wie gesagt, also früher hättest du mich gestorben. Gebrochen. Er hat gestorben gesagt. Ja, aber das ist, weil ich auch natürlich, als Schauspieler brauchst du den Hang zum Dramatischen und ich liebe Pyramos, den Zettel im Sommernachtstraum. Das ist doch toll. Ja, klar. Braucht man noch Theatralik, wenn man eben da sitzt, auf die Welt rausblickt und sieht jetzt die Welt, wie sie jetzt im Moment ist? Wie siehst du die Welt? Ich glaube, ich habe von meinem Vater sehr viel Humor und von meinem Onkel übernommen. Sonst wär's ganz trist. Und ich akzeptiere, dass mich Dinge traurig machen, aber ich weiß auch, dass ich eine Selbstverantwortung habe und dass wir alle, glaube ich, dazu beitragen können. Das klingt dann auch immer so blöd, aber es ist so. Ich bin zum größten Teil selbstverantwortlich. Und das zeigt sich allein schon daran, dass ich eben, bevor ich in New York war, wollte ich nach Berlin ziehen und Berlin ist so toll. Und jetzt nach 3 Jahren New York denke ich, nee, also Köln. Und ich fand Köln vorher furchtbar, ja. Also architektonisch finde ich es immer noch furchtbar, aber die Leute, der Menschenschlag, das habe ich bewusst für mich in Deutschland gewählt. Das ist die Sicht der Dinge und ich kann daran arbeiten,
wie ich, also wenn ich mich nur auf Geld konzentriere und dass mir Geld fehlt und dass ich nur Geld brauche für die Dinge, dann werde ich auch ein Problem haben. Sind wir so ökonomisiert und materialisiert? Mit Sicherheit, ich will es jetzt natürlich nicht nur pauschalisieren, aber es ist so. Also was ich auch glaube, dadurch, dass ich sehr viel in Spanien und jetzt Amerika, dass jede Gesellschaft so ein bisschen so unter so einem Wellen, so einem Radiowellen, also so ein Geist steht. Und ich glaube, hier müssen wir wieder lernen, dass wir uns durchaus zugestehen können, dass ich als Individuum was in die Hand nehmen darf, dass es nicht nur um Geld geht. Das geht ja auch schon los. Ich höre jetzt dauernd von allen Leuten, vielleicht doch wieder aufs Land ziehen, vielleicht doch wieder zu sich selber, vielleicht selber anbauen und so. Ich nenne immer zum Schluss 3 Begriffe. Das war's schon? Hammer. Okay. Ich werde noch was nachschieben. Okay. 3 Begriffe. Der erste Begriff ist Protest in Spanien. Im Moment fällt mir Proteste ein, auch Katalonien, Spanien, diese Teilung in einer Zeit, wo alles doch eher zusammenwachsen soll, finde ich furchtbar. Und für Spanien tut es mir im Moment auch, ich kann immer kaum hingucken, was da passiert. Ich kenne Leute, die wohnen zu zehnt in Wohnungen. Uns geht es wirklich sehr gut hier noch. Antonio Banderas. Oh, er ist aus Malaga, ich bin auch aus Malaga. Und sein Vater war Polizist, mein Onkel war sein Vorgesetzter. Das ist der einzige Vorteil, den ich ihm gegenüber habe. Ich habe ihn jetzt in New York getroffen und das ist toll. Also der ist einfach, ja, ist so ein, wie hier auch, sagen wir mal, übertragen. Malaga ist ja so das Bayerische, so ein bisschen, die lassen die Endungen weg und das ist alles so, ja, klar, bla bla. Also es ist sehr nett und keine Arroganz und so. 3. Begriff, Beziehung. Ich habe seit 15 Jahren eine Beziehung. Hätte man nicht gedacht bei mir früher. Das ist eine große Konstante, obwohl ich auch in New York war und sie mich gelassen hat. Aber ich habe in mir von Paulo Coelho den Spruch, der gefällt mir sehr, ein Schiff ist gebaut, ein Schiff ist sehr sicher im Hafen, aber er ist nicht für den Hafen gebaut. Und dass sie mir das erlaubt hat, ist Wahnsinn, also unglaublich. Das war eine schöne Liebeserklärung. Keine Frage mehr, aber wir haben noch Zeit. Eine Sache will ich noch wissen, nämlich eine Ankündigung. Du hast ein Projekt vor, eine Web-TV-Serie. Genau. Das heißt, wir werden jetzt mehr die im letzten neues Medium schaffen. Ja. Was hast du vor? Also es gibt keinen Titel, da arbeiten wir noch. Unter dem Arbeitstitel würde ich sagen, alles wird gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht zu Ende. Und unter diesem Thema in dieser Stadt Köln ganz einfache Geschichten von 2 Leuten, 2 Freunde. Und nicht immer nur Mord und Totschlag und russische Mafia und so. Und ich glaube, das Web ist einfach im Kommen, in Amerika total. Das nehme ich mir auch mit und es gibt auch ein Vorbild, ein amerikanisches. Und das wollen wir hier verwirklichen. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wenn du soweit bist und es läuft schon einiges, dann können wir mal über dieses Projekt reden. Und ich freue mich darüber, dass ein weiterer sich im Netz wagt, entschleunigte Formate reinzubringen. Ja, finde ich auch. Dankeschön, Carlos Lobo. Bis bald. Und ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast ist Professor Harald Lesch. Ich weiß noch nicht, was ich ihn fragen werde. Schickt ihr mir mal ein paar Fragen, am besten unter den Kommentaren. Und bis zum nächsten Mal.